So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X. Beim letzten Mal haben wir unser siebtes Teammitglied bekommen, Riku, die eigentlich eine Albedo ist, aber trotzdem kein Problem mit Walker hat, oder eher andersrum. Walker hat kein Problem mit ihr und auch direkt mit ins Team aufgenommen wurde als Garde. Warum auch nicht? Wir mussten uns erst so abschinden dafür. Und Riku kommt einfach so rein. Ich dachte, es ist auf ihrem Sphero-Brett ein bisschen was los wäre, aber nee. Die hat gar kein Sphero-Level bekommen in aller Zeit. Und die hat doch nur 360 HP. 360, was soll ich denn damit? Das ist sowas von wenig. Na gut, aber sie hat andere Qualitäten, denke ich. Guck mal, selbst der Kimari, der jetzt schon das halbe Spiel nicht gelevelt hat, der hat mehr. Uff. So, dann werden wir auch bestimmt gleich ein Tutorial für sie bekommen. Seit wann kommen Kämpfe Schatztruhen? Schatztruhen im Kampf lassen sich mit dem Befehl Klauen im Spezialmenü öffnen. Wenn alle Monster besiegt sind, können diese Schatztruhen nicht mehr geöffnet werden. Zudem werden die Kisten zerstört, wenn man sie angreift. Daran kann ich mich ja gar nicht erinnern, dass sie im Kampf Schatztruhen auftauchen konnten. Zwei Bomberseelen. Nett. Kann man machen. Oh, was will der denn? Hey! Ich darf bestimmt gleich die Ekstase einsetzen. Bastelstunde! Mit Ricos Ekstase ich basteln, können immer zwei Items, die sich im Inventar befinden, zu einem neuen kombiniert werden. Welche Wirkung diese neuen Items haben, ist leider nicht bekannt. Ja, und das ist sehr nervig. Ohne Guide ist das richtig schlimm. Also, zwei Bomber sehen sich einsetzen. Ich knott. Oh nein. Ich könnte die Level 1 Sphero-Dinger wegschießen, aber nee. So. Okay, es sind automatisch alle ausgewählt. Feuersturm. Okay. Okay. Krass. Ich bin selbst immer baff. Sie weiß gar nicht, was sie da macht. Ach, wie schön. Cool, jetzt brauche ich aber. Also, es wurde ja implizieren, dass ich mehr Bomber sehen bräuchte. Warte mal. So hier. Hier macht auch eine Schatztruhe. Ach so, nee, das war die da am Wegesrand. Nee, gut, hat sich das nämlich schon. Ich könnte jetzt Rico hier eine kleine Grind-Session einlegen. Ja, ich glaube, das Beste, wenn ich sie mal Anfang des Kampfes mitnehme. Ich könnte jetzt bis zur Minenstraße zurück, nur um die Bomber sehen zu klauen. Wäre das nicht witzig? Kein Meter eigentlich. So, nice. Und dann dürfen wir uns auch schon die ganze nächste Straße geben. Wann kommen. Okay, erst im Gualusalam wieder. Ja, die Albed-Bücher, die. Ach so, ich habe auch gar nicht bei Kimari geguckt mittlerweile. Kimari, Jose, Makalania, Bevel. Okay, ne, perfekt. Kimari kann ja gar nichts lernen. Dann ist auch easy. Und weiter. Oh je, schon wieder so ein dreckiges Küsschen. Boah, Rico kriegt einen Schlag am und ist fast tot. Wow. Jetzt habe ich geblockt. Ach, sinnlos. Einfach mal hoffen, dass sie jetzt nicht sinnlos stirbt. Oh, eine High Potion. Hoffen, dass sie überlebt. Da lohnt es sich auch fast gar nicht, der wiederzugeben. Weil die sowieso von einem Küssenschlag tot ist. Glaube ich. Ah, Konter. Jetzt habe ich wieder auf die Taste gedrückt. Ich hasse mich. Ich hasse mich dafür. So, ne, hier, Kimari. Mach mal den komischen Wolf da weg. Versuche es nochmal mit Klauen. Heilmittel. Das dürfte helfen.
Ja, besser ist das. Ich hasse Christian über alles. Ich hoffe nur, dass Rico jetzt schnell ein bisschen hochlevelt, damit sie zumindest ein paar HP mehr bekommt. So, Auron. Jetzt muss ich auch jedes Mal gleich, sinnlos. Jetzt will ich jetzt mal 7 Teammitglieder durchswitchen. Anstatt nur 6. Das macht es nochmal eine Spur nerviger. Also, ich glaube, wenn ich ein bisschen zwischendurch grinde, eben nur mit den wichtigen Parteien, ist es auch nicht so schlimm. So, Tidus. Kriege ich ihn vernichtend hin? Das würde ich sehr begrüßen. Nee. Ah. Oder ebenso. Barbares Schwert. Riku hat kein einziges Sphäre-Level bekommen. Oh Junge. Und Junge darf direkt mal alle voll heilen. Sinnlos. Oh, kommen wir schon direkt in nach Guadu Salam. Das war ja keine lange Reise. Erst noch ein paar Kills machen. Ist immer legitime Option. Oh, der Angriff. Oh, jetzt alle durchwechseln. Nee, komm. Das lasse ich. Ich nehme nur Riku kurz mit. Oh, jetzt haben wir einen Daktiswind. Damit können wir erst anfangen. So, komm, verpiss dich. Sehr schön. Sehr fucking schön. Juhu, Rico hat ihr erstes Sphero-Level. Ich hoffe mal, dass sie mit der anfangen kann. Da. Da drüben sind mehrere Level 1 Sphero-Stops. Guildklaue, was soll ich damit? Ist es schlecht. Immerhin, da ist auch direkt ein Kraftsphäroid für mehr HP. Das hat sie nämlich auch verflucht nötig. Und direkt nochmal HP. Okay, dann hat sie direkt 400 mehr. Das ist dann schon in Ordnung. Damit ist sie direkt gleich viel weniger schlecht. So. Ich habe gerade effektiv doppelte HP bekommen. Nice. Und noch eine Mega Potion. Kommt gleich ein Boss oder warum? Oh. Nett. Eine HP-Pille. Okay. Das ist krass. Okay, sinnlos. Wow, das Antidot. Das wird's noch ausmachen. Los, voller Schaden. Okay, Tidus Bending kann einfach. Vernichtend. Ja moin. Tidus zu krass. Für diese überragende 160. Weil wir sind jetzt schon in Guadu Salam angekommen. Das war ja ein kurzer Ritt. Nichts und noch mal nichts. Ja gut. Wir sind jetzt schon in Guadu Salam. Ich dachte, das würde noch viel länger dauern. Da habe ich wohl die Straße für ein bisschen zu lang gehalten.
Business. Ja, warum auch nicht? Ausrüstung umbauen. Rico, die Bett gehört nur Leibgarde an, deswegen können Waffenrüstungen jetzt durch Umbau verstärkt werden. Sehen wir uns an, wie dies funktioniert. Barockschwert. Man kann Ausrüstung umbauen, die man Abilities hinzufügt. Aha. Also sehr wie mit den S-Bahn quasi. Aha. Kein Umbau ohne freie Felder. Ja, das habe ich schon verstanden. Nun. Oh, es kann dem Barockschwert einen Hitzeschlag geben, wenn ich nur 4 Bombersplitter hätte. Nett. Ja, diese Hitze- und Kälteschläge und Stromschläge und alles ist immer ein bisschen doof, wenn man dann einen Gegner kommt, der Resistenz hat. Von daher, Hitzeschlag. No, eigentlich ja nicht, aber. Cool. Oh, der Name hat sich verändert. Ist es eine Elektrokugel? Nett. Ausrüstung umbauen. Gibt es irgendwas, was richtig OP ist? Hier Umbau. Oh, der Buckler. Autopotion. Eine HP-Pille. Ja, ich hab doch eine HP-Pille, oder? Ach so, das geht allgemein nicht. Oh, der HP-Generator, das wäre nice. Ja, gut. Ist das zufällig das Ding, wo ich hin muss? Hier gibt es nämlich anscheinend auch irgendwo so ein Buch. Name, Neu Guado. Ablöse 80 Gil. Der ist noch für 70 Spiele dabei. Ja, RIP. Schade. Weil ich glaube, Guados brauche ich nämlich auch für mein Team. Pen muss ich nicht. Oh ja, das Abyssum ist spannend. Aber wenn man doch nie lebenden Abyssum gesehen hat, woher will man dann wissen, was im Abyssum vor sich geht und dass Leute, die das berichtet haben, nicht auch schon tot sind? Der Typ quatscht auch gerne. Was bist du für einer? Danke, dass ich die Machina der Albed zerstört habe. Ich hasse die Kerle wirklich, es hat mir gut getan. Das gefällt dir bestimmt auch.
Das ist ja schön für euch. Aha. Okay, hier geht nicht so viel ab, wie es könnte. Das da vorne ist bestimmt die große Bude. Hier geht's zur Donnersteppe, aber die wollen bestimmt nicht lassen. Na, Donnerstädte tobt ein Sturm. Bitte wartet. Natürlich, das war zu erwarten. Erstmal Leute hier ausrauben. Noch eine Mega-Potion. Jo. Was geht hier drin ab? In 10.2 ist dieses Haus aus irgendeinem Grund niemals betretbar. Vielleicht sehe ich ja jetzt warum. Oh, schon mal. Moment mal, ist es wirklich dasselbe? Ist das 13? Die 13 ist Moonflow. Das habe ich doch schon. Habe ich was verpennt? Kann eigentlich nicht sein. Laut Spiel ist das hier die 14, also laut Guide. Oder auch nicht. Nee, ist doch richtig, ist die 13. Ist es wirklich dasselbe? Ja. Okay, es hat mich jetzt sehr gewundert. Und wir haben jetzt das M. Und nochmal 3000 Kilo oben drauf. Du bist auch Titus von den Bethesda Rochs. Seit dem Turnier gehört meine volle Aufmerksamkeit. Wollen wir nicht mal spielen? Beim Turnier hatten wir viel Ärger mit den Monstern. Viele wurden verletzt. Vertrag für 4 Spiele, Ablöse 10 Gil. Wie soll ich mit dir spielen, wenn du noch für 4 Spiele aktiv bist, hä? Wir, die DSA bis zum Bewachen, sind die Guardos, Spiras erwählt das Volk. Menschen sind in Überzahl nur, Ronzo sind Stärke nur. Doch wir sind die Geweihten, ja. Doch all das ist Vergangenheit. Wir Guardos schätzen die Freundschaft unter den Völkern. Verständlich. Sasquado. Ebenfalls 3 Spiele. Sinnlos. Es ist schwer, ein Guardo von einem zu unterscheiden. Für euch Menschen sehen wir alle gleich aus, oder? Semi. Ab und zu möchte ich aus den Guardo-Glois austreten und woanders spielen. Wenn die Kohle stimmt, würde ich sogar für die Albed spielen. Lass mal lieber. Was geht hier ab? Ein Elixier. Ihr denkt doch, dass wir äußerlich widerlich und ekelhaft wirken. Schon gut, die Guardo sind gewohnt, gemieden zu werden. Oh, die Guardo. Auch für 8 Spiele. Flucht. Komm her, Kollege. Okay. Ich bin im Training, stört mich nicht. Auch 12 Spiele. Bevor es alles zum Besuch geht, bitte zum Haus um Seymour. Okay. Das geht auch klar, denke ich. Hier drüben war ich noch nicht. Was geht hier ab? Ist doch, glaube ich, auch ein Shop. Was habt ihr denn so schönes? Oh, der ist dieses Brockschwert. Die Scheiße habe ich doch schon. Oh, Zerstörungsforst. Rico mehr Angriff geben klingt gerade nach einer guten Idee. Weil viel mehr hat nämlich, glaube ich, nicht. Waka, was hast du für mich? Doppelschwert, Nesselschlag, Stromschlag. Belladonna ist auch Kacke irgendwie. Zauberangriff. Cave, Sif und Tod. Schade. Ah, das hätte ich jetzt schon die Force bei ihm kaufen können. Na, RIP. Und Donnerarm haben wir, glaube ich, schon. Was ist noch? Der hat auch eine Option. Ah. Ja, stimmt schon. Ich hätte gerade 400 Kills sparen können. Das muss ich jetzt wieder sinnlos ergrinden.
13 Spiele war es und vor allem 1000 Gil pro Spiel. Wow. Wir unterscheiden uns von den Menschen, aber wir ehren die Toten genauso wie sie. Weil die Guardus Abyssen bewachen können, die Toten ohne Sorgen ruhen. Okay, macht halt. Reisende, die altertümliche Sprache. Verzeiht mir die meinige Unverfrorenheit. Was? Ihr werdet erschöpft sein müssen von der weiten Reise. Ich habe schon wieder Buchstaben heute verlernt. Oh, ihr müsst meinen sehr. Meine Sprache ist sehr sonderbar. Der alte Dialekt der Guado ist es. Woanders werdet ihr nicht finden können, diese Art. Jo, wahrscheinlich. Aha. Okay, nett, aber ansonsten gibt es ja auch nicht viel. Jo, nö, das heißt, wir werden jetzt zum Simo gehen. Auf. Also, was haben wir hier? Oh. Willst du uns nicht bald mal erzählen, warum du nur Juna anführen wolltest? Sag's doch noch lauter. Ich find's gut. Immer ein bisschen Beef suchen. Trauma wird sie bei den Fangen. Bitte machen Sie es hier bequem. Okay. Safe. Und hierdurch kommen wir wahrscheinlich auch nicht. Oh nein, ist sogar der einzige Weg. Habe ich eine Wahl? Okay, dann auf. Macht Sinn. Doch, so wie das hier aussieht, auf jeden Fall. Ja, ich denke auch, steht auf unserer Seite. Keine Angst, Titus. Uff. Ja, lass es schmecken. Oh je. Oh je. Der freut sich auch schon erst ab.
Deswegen sieht er auch nur so halb komisch aus. Übertreibt halt noch mehr. Must I always endure such praise? Er muss es aushalten, gelobt zu werden. Uff. Wieso hat Joe nicht so viel Zeit? Wir sind doch eh nur auf einer Reise. Was für das ist, fertig ist. Oh, hallo, Zen erkennt. Titus muss sich da quasi direkt wie zu Hause fühlen. Was ist das denn für eine? Ach, das ist auch nur eine Sphäre. Ich dachte mir gerade, hey, wie kann das denn sein? Vor 1000 Jahren. Und da kommt auch diese komische Rüstungsmongo rein. Ich würde gerade sagen, die Soundeffekte haben mir ausgefallen, aber nee. Die flüstern ein bisschen vor sich hin. Was er da wohl erzählt hat. Ich finde es aber auch cool, dieser Fakt, dass Sanakan gerade aus einer Erinnerung von jemandem geschaffen wurden. Von einem Toten.
Uff, das war gerade etwas on the nose. Großartig. Oh, darf ich jetzt vielleicht auch einen kurzen Aufnahmestopp machen? Ich hoffe doch. Cool, ich würde sagen, das ist der nächste Part, wenn wir mal schauen, wie sich das auswirkt, dass die jetzt heiraten sollen. Und jo, mal gucken. Also, bis zum nächsten Part und bis dahin.